Ja, Walker Evans ist einer der bedeutendsten Fotografen der Weltfotografiegeschichte. Er gehört vielleicht zu den 10 wichtigsten, die wir bis heute kennen. Und das war mir schon lange ein Anliegen, eine Ausstellung mit dem Werk von Walker Evans zeigen zu können. Also Walker Evans ist ein Muss. Und Sie sehen hinter mir die Aufnahmen, die er in Auftrag von Alfred Barr von einer Ausstellung Afrikanische Kunst im Museum of Modern Art gemacht hat. Faszinierend einmal, dass Barr so etwas damals ausgestellt hat, in den 30er Jahren, und dann gleich noch Walker Evans überredet hat, das zu fotografieren. Irgendwo hat er mal gesagt, er wolle so fotografieren, wie James Joyce geschrieben hat. Vernacular Language, also das Direkte, das Unmittelbare. Er hat auch die Armut in Amerika fotografiert. Er hat ja im New Deal-Programm teilgenommen an den großen Fotografieprogrammen, die die Food Organization in ganz Amerika damals in Auftrag gegeben hat. Einige der berühmtesten Aufnahmen der Fotogeschichte sind damals entstanden. Also er war jemand, der das Atelier scheute, hat keine Modefotografie gemacht. Er war ein irgendwie sehr, sehr störriger, widerspenstiger Maverick in einer Weise, und das spürt man an seinen Fotos. Er hat dann auch 20 Jahre lang das Magazin Fortune betreut. Also er hat auch Erfahrung im Edieren von Text und Bild. Er war ein ganz erfahrener Journalist neben seiner Tätigkeit als Fotograf. Naja, nicht nur soziale Phänomene fotografiert, berühmt ist auch zum Beispiel diese U-Bahn-Serie, die er mit einer Knopflochkamera gemacht hat, sozusagen umgestellte Porträts aus dem täglichen Leben. Aber die Armut zu fotografieren, ich denke, das kommt aus seinen literaturwissenschaftlichen Studien. Er hat ja 2, 3 Jahre in Paris studiert. Balzac und Zola werden ihm bekannt sein. Denken Sie an den berühmten Roman, wenn ich es richtig erinnere, Paris von Zola. Also in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts spielte Armut immer eine große Rolle, dass die Armut überwinden. Die Helden sind oft arm. Also ich glaube, dass dieses auch aus seiner literarischen Beschäftigung herrührt.